Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, jetzt geht's wieder los. Daily Shop News Time und Combo Recipes. Die Rumble Videos und so weiter werden jetzt auch folgen. Geht dann wieder los. Gibt's wieder Animation Throwdown Action. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den ersten Kommentar hier an von Sir Matt. CSGO und Clash Royale habe Roger und Tom Landry Middle School gezogen. Wie findest du die PS? Ich bin Sir Matt, der sonst auch immer hier schreibt und nices Video. Also erstmal danke für das nice Video. Roger und Tom Landry Middle School definitiv ins Deck. Die sind beide. Ups. Kamera, komm, komm, kriegt mich. Die sind beide mega, mega nice. Und können ja später mal ganz kurz drüber schauen. So, dann haben wir hier als, also erstmal Gratulation, es sind zwei mega geile legendäre Karten. Irgendwie lacht er die ganze Zeit hier. Naja. Also, dann haben wir hier Safi Sunshine. Pantry Guns ist die einzige Armed Legendary, die dieselben Kombos macht wie das Gewehr. Das heißt, Mythic Laser Guns Dui ist für mich nice. Ja, cool. Perfekt, Safi Sunshine. So, und dann haben wir Alan Carlin. Was hältst du von Equestronaut-Kostüm ins Deck oder nicht? Bin noch nicht so gut. Wenn du noch nicht so gut bist, mach's auf jeden Fall rein. Solange momentan das Kostüm BGE ist, macht die auf jeden Fall Sinn. Auch da können wir später mal ganz kurz drüber schauen. So, jetzt geht's aber los. Jetzt gucken wir hier rein in die nee, wir machen es anders. Ich werde jetzt, ups, machen es anders. Ich werde zu diesen Karten nochmal kurze Videos machen. Ganz kurze Videos und die verlinke ich dann einfach ans Ende von diesem hier, oder? Wollen wir es so machen? Dann, weil sonst verschwindet das da drin und dann irgendwann kommt mal wieder eine Frage und dann mache ich das Ganze wieder. Also, gut, jetzt schauen wir erstmal hier vorne rein. Hier haben wir den Dr. Zoidberg in Mythic in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Ist mega geil. Dr. Zoidberg hätte ich gerne. Momentan meiner Meinung nach die stärkste Mythic. Hammergeil. Dann schauen wir mal hier rein in den Shop. Gucken wir mal, was hier so am Start ist. Teddy. Mythic Teddy Box. Oder das Mythic Teddy Pack. Teddy ist natürlich mega geil. Ne? Hier haben wir Sexy Lifeguard, die sehr, sehr defensiv ist mit Bodyguard, Schild und Mauer durchstoßen. Dem Stock. Dann haben wir hier Burger Addict Teddy, ist halt auch nice. Burger Addict Teddy ist cool. Ist eine Drogenkarte. Foul Fighter Teddy, auch wieder sehr defensiv, mit Schild für alle, mit normalem Schild, Schild für alle und Mauer. Okay, alles klar. Dann haben wir hier den Shark Killer mit Motivieren, Cripple All und Leech. Auch eine geile Combo. Boombax Teddy, okay. Was haben wir noch? Mit Musikkarten. Teddy's Pigeon. Auch wieder viel Cripple All Mauer. Also bis jetzt ist der Teddy eher defensiv. Oh, der olympische Hammerwerfer ist natürlich geil. Der ist natürlich geil. Mit Punch Craze. Nur da kriegt er Leben mit hinzu. Wenn eine Combo gespielt wird. Das ist ziemlich geil. Kunde Nummer 1 finde ich jetzt nicht wirklich prickelnd. War damals schon nicht so toll. Läuferschlauch, ja. Haben wir den Trainingspartner. Ich auch nicht toll.
Tanzender Teddy, jetzt kommen wieder diese ganzen. Wobei, der tanzende Teddy ist jetzt nicht ganz so schlecht. Mit Revanche und mit einer ganz schön starken Bombe, so wie ich das hier sehe. 19er Bombe, das ist schon nicht schlecht. Hier der Braumeister Teddy mit 27-fach Gas. Das ist als einzige, was er kann, aber dafür kann er das gut. 27-fach Gas ist schon mega übel. Dann haben wir hier Schwarz und Orange Party, wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass 27-fach Gas bei anderen Karten noch mit anderen Effekten kombiniert wird. Onkel Teddy. So, also Teddy, was lässt sich über den Teddy sagen? Sehr defensiv sind, soweit ich das gesehen habe, nur zwei offensive Kombos dabei. Ansonsten relativ defensiv. Aber stark. Also halber Hund, Jean, gibt es dann hier noch als Pre-Combo. The Borax Kid, Shrimpy Shrimps, Lois Griffin. Na, Lois Griffin, naja. Dann haben wir hier die Kawaii-Box. Nach wie vor mit Dr. Bobenstein, Shrimpy Shrimps, Borax Kid, Roger, Sexy Shorts, Hermes und Klaus. Und dann haben wir die Cupid Mustache Box. Mit Honigbart, Stewie, Equestronaut-Kostüm. Das ist das, was Alan Cullen gezogen hat. Doyle, Buch der Zaubersprüche, Chris Griffin und Bobby. Das Equestronaut-Kostüm. Machen wir ganz kurz hier rein. Nein, machen wir ein andermal. Machen wir in einem anderen Video. So, dann geht's schon los. Dann sind wir jetzt hier in der Meisterschaft. Und hier haben wir jetzt sehr, 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 sehr interessante Kombos. Also jetzt nicht die Cinderella Lois. Cinderella Lois ist weit entfernt von einer interessanten Combo. Ziemlich schrottig, sage ich mal. Rogers Kleiderschrank, also mit Verkleidung. Lois Griffin. Ich halte halt von der Lois Griffin auch so nichts. Also ich meine, man sieht es ja hier auch wieder so eine Combo Cinderella Lois. Okay, du hast einmal Cheer, dann hast den Burger da, aber das ist alles nicht befriedigend. Ja, das ist nicht wirklich toll und dafür 500 Gems auszugeben, ist Käse. Ist völliger Nonsens. So, dann haben wir den Yojin und der Yojin. Den gucken wir uns jetzt mal an. Yojin. Das ist der hier, das ist der Jean. Mit Slurm. Das ist auch alles. Ja. Gut, dass das bei den 500er Kombos ist. Das 500 Gems Kombos. So, Schrott. Jetzt kommen wir allerdings zu der ersten geilen Combo. Das ist Will of a Housewife. Und Will of a Housewife sieht folgendermaßen aus. Das ist einmal die lila. Moment. Zack. Hier. Das ist einmal die lila und dann mit Kämpfer, Fighter-Karten. Das ist natürlich schon echt nice. Wow. Ich mir das reinziehe hier, ne? Mit No Mercy Dojo. 22-fach Punch, 15-fach Craze. 15, ach, habe ich jetzt gesagt, 15-fach Craze. Ich merke, ich muss ins Bett. Also, wir haben 22-fach Punch, 15-fach Craze. 23,71. Ja. Hier 23 mit der Arlen YMCA, 23-fach Punch, 16-fach Craze. Das Ding ist geil. Das Ding ist richtig geil. Und die werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Mein erster Account habe ich ja die Mythic Lila. Und da habe ich zumindest glaube ich, also das arcturianische Kung Fu habe ich ja Quad Fuse dort, aber ich habe es nicht im Deck mehr. Müsste ich mir nochmal überlegen. Und Arlen YMCA habe ich glaube ich sogar dann drin. Also auf jeden Fall will ich die haben. So. Ja. Und dann, also das kann ich nur jedem empfehlen, wer die Lila hat oder eben die Mythic Lila. Das Ding ist geil. Ja. Ja, da freue ich mich drauf. So,
Will of a Housewife. Erste geile Kombo des Tages. So, jetzt kommt die nächste. Das ist der Dogabil. Und der Dogabil. Gerade jetzt momentan beim Kostüm BGE. Wer einen Bill Dauterive im Deck hat, oder Dautery. Das Ding ist geil. Das wisst ihr aber mit Sicherheit dann auch, wenn ihr den Bill habt. Auch mit Cripple All und mit sehr viel Bombay. Also auch starke Combo. Ja, hier mit dem Witch-Kostüm. Lohnt sich auf jeden Fall, wer einen Bill hat. Der Toga-Bill ist eine coole Combo und jetzt momentan mit dem Kostüm BGE sowieso sehr stark. Ja, also das war's jetzt erstmal von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Die anderen Videos packe ich dann gleich noch hinten dran, sonst habe ich wieder solche 25-Minuten-Videos zum einen, wo dann sowieso weniger anschauen wollen, weil sie denken, was ist mit dem los, spielt der jetzt total. Und dann zum anderen kann ich dann immer mal drauf verlinken, wenn jemand so eine Frage stellt. Ich denke, das macht Sinn. Also, dann, ja, hoffentlich hat es euch gefallen und schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Ja, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.